Blühstreifen sind nicht nur schön anzuschauen, sie erfüllen in der Kulturlandschaft auch eine wichtige Aufgabe. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für Wild- und Honigbienen, aber auch für andere Insekten und Wildtiere. Blühstreifen können einjährig sein, denn enthalten sie bekannte Kulturarten oder Begrünungspflanzen wie Mohn, Verzelie, Sonnenblumen, Buchweizen oder Kräuter wie Dille und Koriander. Im Saatgut mehrjähriger Streifen finden wir zusätzlich noch ausdauernde Wildpflanzen wie Karden, Königskerzen, Doldenblüter oder verschiedene Kleearten. Wenn möglich, sollten regional produzierte Wildpflanzen eingesetzt werden, da sie besser an den Standort angepasst sind. Bei beiden Mischungen soll eine Deckfrucht schnell auflaufen und dem Unkraut Konkurrenz bieten. Dafür wird oft Buchweizen oder Verzelie eingesetzt. Bis zu 30 Pflanzenarten machen mehrjährige Blühstreifen zu einem Ort der Vielfalt. Auch in einjährigen Mischungen sollten mindestens 10 Arten enthalten sein. Je artenreicher, desto wertvoller. Denn viele Blütenbesucher zeigen Vorlieben für bestimmte Pflanzenfamilien oder bestimmte Pflanzenarten. Von einer größeren Pflanzenvielfalt profitiert daher auch eine größere Anzahl von Tierarten. Die Samen einer Blühstreifenmischung unterscheiden sich in der Größe oft erheblich. Da Blühstreifen oft nicht sehr groß sind und daher unter Umständen zu wenig Saatgut für den Seekasten vorhanden ist, kann es mit Maischrot oder anderen nicht keimenden Saathelfern gestreckt werden. Der Saatbettbereitung muss mindestens so viel Augenmerk geschenkt werden wie bei den anderen Kulturen. Ein feines, gut abgesetztes Saatbett ist unbedingt notwendig und fördert den Anbauerfolg. Nach dem Bestimmen der richtigen Saatgutmenge wird eine Abdrehprobe durchgeführt. Um eine Entmischung des Saatguts zu vermeiden, sollte es erst am Acker in die Sämaschine eingefüllt werden und eventuell zwischendurch noch einmal durchgemischt werden. Zum Anbau eignen sich herkömmliche Drillsämaschinen oder Feinsamenstreuer. Pneumatische Sämaschinen sind wegen der unterschiedlichen und oft geringen Samengröße weniger geeignet. Die Ablagetiefe darf 1 cm nicht überschreiten. Besser ist ein oberflächliches Ausstreuen des Saatguts. Dazu ist es sinnvoll, den nachlaufenden Striegel anzuheben oder zu entfernen. Werden die kleinen Samen zu tief abgelegt, können sie oft nicht mehr keimen. Der Anbau kann bis Mitte April erfolgen. Bei einem früheren Anbautermin steht allerdings oft mehr Feuchtigkeit zur Verfügung und es besteht ein Entwicklungsvorsprung gegenüber wärmeliebenden Unkräutern. Für mehrjährige Mischungen ist auch ein Herbstanbau im September möglich. Blühstreifen können auf fast allen Ackerflächen angelegt werden, auf ertragsarmen Standorten ebenso wie auf den besten Schlägen. Voraussetzung ist allerdings, dass kein zu hoher Unkrautdruck besteht. Guter Bodenschluss erleichtert die Keimung. Das erreicht man durch Anwalzen mit einer Cambridge-Walze oder einer anderen Walze. Bei ausreichender Feuchtigkeit keimen bereits nach 2 Wochen die ersten Pflanzen und der Entwicklung eines guten Blühstreifens steht nichts mehr im Wege.